Ein Steppermotor oder Schrittmotor unterscheidet sich von anderen Motoren im Wesentlichen dadurch, dass er eine extrem präzise und konsistente Positionierung bzw. Bewegung ermöglicht. Bei Steppermotoren ist die Ansteuerung einiges komplizierter wie bei einem Gleichstrom- oder Servomotor, weil die Spulen sequenziell nacheinander mit Strom versorgt werden müssen. Es gibt zwei Arten von Schrittmotoren, unipolare und bipolare. Der unipolare Schrittmotor besitzt im Üblichen 5 oder 6 Kabel zur Ansteuerung, während der bipolare nur über 4 verfügt, da bei ihm die Mittelanzapfung zur Erdung fehlt. Generell können im Hobbybereich fast immer unipolare Schrittmotoren verwendet werden, da diese wesentlich leichter zu betreiben sind. Ein Steppermotor besteht generell aus einem Rotor und einem Stator. Der Stator besteht aus zwei Spulen, die jeweils einen Nord- und einen Südpol besitzen. Der Rotor ist ein rotierender Magnet in der Mitte des Motors, der ebenfalls einen Nord- und einen Südpol besitzt. Wird ein Ende einer Spule mit Strom versorgt, wird die magnetische Polung der Spule umgekehrt und der Rotor kann sich um einen Viertelschritt weiter bewegen. Wenn wir von einer Ansteuerung mit einem Mikrocontroller wie zum Beispiel einem Arduino oder einem Raspberry Pi ausgehen, sehen die Betriebsschritte wie folgt aus. Das war Schrittmotoren, erklärt in einer Minute. Schreib uns in die Kommentare, wie es dir gefallen hat und was du als nächstes in einer Minute erklärt haben willst.